im letzten Jahr hat der TBV Lemgo-Lippe auswärts beim THW Kiel jubeln können. Aktuell aber ist es eine schwierige Phase für Lemgo, kommt als Vorletzter an die Förde. Und auch für Philipp Kiecher und den THW ist es gerade schwierig. Unter der Woche verlor man erstmals in der Champions League. Auch in der Liga gab es schon 4 Niederlagen. Zu Beginn hält Lemgo gut mit, aber der THW findet Lösungen. Patrick Wiezek bringt den THW mit 6:5 in Führung. Man merkt von Beginn, wie der THW versucht, in die Tiefe zu kommen. Lemgo gut verteidigt, Kiel überlegt, aber mit Nikola Bielik. Erstmals auf +2 stellt, da ist etwas mehr als eine Viertelstunde rum. Aber Lemgo hält mit und das ist nicht nur so daher gesagt. Lemgo findet selber Lösungen und die können sich zeitweise sogar sehen lassen. Beweis folgt. Nils Versteinen findet Souton, der Camper sitzt 9:8. Florian Kehrmann kann für den Moment zufrieden sein. Lemgo hat ja zuletzt 5-mal in Folge verloren, wenn man das Pokalspiel gegen Göppingen mitzählt, sogar 6-mal. Wieder Bielik. Starke erste Hälfte vom Österreicher. Henrik Pekeler kommt und legt den Ball an Finn Zecher vorbei. Kiel führt zur Pause mit 16:14. Philipp Kiecher hat vor der Partie gesagt, Hauptsache gewinnen, irgendwie das Kieler Selbstverständnis wieder herbekommen. Aber wie kann das aussehen? Das beweist Dufniak. Oben rein in den Winkel und er spielt eine überragende zweite Halbzeit. So viel sei schon einmal vorweggenommen. Er liefert selbst, nicht nur in Sachen Toren, sondern auch in Sachen Emotionen, wie man das vom 35-Jährigen kennt. Lemgo probiert viel, nimmt den 7. Feldspieler als taktische Wahl. Das hat Risiken. Niklas Ekberg trifft ins leere Tor und Kiel kann sich Tor um Tor absetzen. Führt mit +5. Florian Kehrmann hält bis zum Schluss am 7. Feldspieler fest. Lemgo spielt gut mit, arbeitet, aber der THW findet sich und das Selbstbewusstsein wieder. Karl Valinius. Klasse Partie von ihm, kam im zweiten Durchgang dazu. 5 aus 5, 100%-Quote von ihm. Heute hat sich gut angefühlt, wirklich. Das ist das erste Mal mit ein bisschen mehr Spielzeit seit meiner Verletzung. Und das ist nur gut gegangen heute. Ich glaube, wir werfen wieder zu viel. Hinten schaffen wir es irgendwann nicht mehr ganz dicht zu machen. Wir spielen, glaube ich, gut Abwehr, kriegen dann einfach auch Würfe von 10 Meter. Das ist dann schwer zu verteidigen. Woran es genau jetzt lag, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, es war ein gutes Spiel. Der THW Kiel bejubelt sich, bejubelt Valinius und tankt vor dem Champions-League-Duell mit Paris am Donnerstag. Selbstbewusstsein gewinnt 33:29 gegen Lemgo.